Ein Toilettenhäuschen aus dem Jahre 1910 am Osthafen. Der von Schopenhauer geschätzte Tierfriedhof in Westhausen. Und jener Platz, an dem Gustav Courbet in der Frankfurter Innenstadt ein Bild gemalt hat. Mehr als 300 solcher Sehenswürdigkeiten, die in keinem Reiseführer zu finden sind, haben Christian Setzepfand und Frank Berger bereits aufgespürt, beschrieben und fotografiert. Nachzulesen in mittlerweile 3 Bänden zu Frankfurts Unorten. Unorte sind unbekannte, unschöne, unentdeckte, unheimliche, schmutzige Orte. Es sind Sehenswürdigkeiten 5. Ranges. Und es sind Orte, die vielleicht jeder kennt, aber noch keiner wahrgenommen hat. Stets offene Augen und jahrzehntelange Erfahrung als Stadtführer. Beste Voraussetzungen für das Aufspüren der Unorte. Wir haben Orte entdeckt in der Stadt, geguckt, ist da ein spannender Ort? Ist da ein Ort, der uns aufgefallen ist? Hat es eine Geschichte dazu zu erzählen gegeben? Wir haben recherchiert nach bösen Dingen. Aber wir haben auch recherchiert nach interessanten, unbekannten Sachen. Und schließlich haben wir auch Orte erfunden. Also Sehenswürdigkeiten kreiert, uns eine Stelle angeschaut und dann etwas dazu gesagt. Wir haben also sozusagen einen Ort produziert. Eine Auswahl ihrer liebsten Unorte präsentieren die beiden Autoren nun bis Ende September im Fenster zur Stadt in der Braubachstraße. In unmittelbarer Nachbarschaft zur neuen Altstadt, einer der umstrittensten Großbaustellen der Stadt, fällt der Blick beim Nachdenken über das Wesen von Unorten natürlich auch auf die zahlreichen Bausünden der vergangenen Jahrzehnte. Ein Unort prinzipiell ist einer, wo Menschen nicht gern sind. Oder der ganz offensichtlich nur dem Geld verdienen und nicht dem Leben dient. Und davon haben wir hier ja einige. Es gibt in Frankfurt leider noch viele Unorte. Also insofern hat Stadtplanung noch allerlei zu tun. Und auch für Berger und Setzepfand gibt es noch einiges zu tun. Eine Menge spannender Unorte und deren Geschichte gilt es noch zu entdecken.